Nun, dann ist es ja gut, dass ich euch bereits bei mir haben wollte. Es wäre natürlich verheerend gewesen, wenn ich nach solch kurzer Zeit auf diesem Planeten verstorben wäre, nicht wahr? In der Tat. Mein Lord Gabriel, könnt ihr etwas mehr zu dem Gift sagen? Es ist absolut tödlich. Wir sind wohl die einzigen auf dem Planeten und selbst das kann ich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, die das Gift ansatzweise überleben könnten oder die Möglichkeit dazu hätten. Selbst mit den Möglichkeiten, die wir zur Verfügung stellen, könnte ich dieses nicht auf die Schnelle heilen, bevor der tödliche Prozess anläuft. Und ihr, Inquisitorin, seid ebenfalls nicht davon gefeit. Nun, dann haben wir wohl Verräter innerhalb dieser Mauern. Der Inquisitor ist, wie bereits gesagt, vor einem Jahr aufgebrochen. Er sagte mir, ich soll diese Schatulle verwahren. Ist es möglich, dass er diese Art von Sicherung als üblich und euch bekannt betrachtet? Dass er ein Gift aufbringt? Ja. Nun, davon haben zumindest die anderen Space Marines nichts gesagt. Andere Space Marines? Nun, ihr könnt euch den Bericht von ihnen geben lassen. Letzte Woche waren ein paar der Dark Angels hier, dabei deutete er mal mit einem Nicken in Richtung von Gabriel. Sie hatten nach den Hinterlassenschaften des Inquisitors gefragt und sie sagten, dass diese Schatulle wohl wesentlich besser in diesem Safe aufgehoben wäre. Sind diese Brüder noch auf Kalak? Nun, ich weiß nicht, ob sie noch auf Kalak sind, aber sie sind vor einer Woche, nachdem ich mit ihnen gesprochen hatte, aufgebrochen in Richtung Süden. Die genauen Koordinaten und Vektoren kenne ich nicht, aber das könnte man sicherlich herausfinden. Ihr werdet doch sicherlich über jedes Shuttle und jedes Schiff, das diese Atmosphäre verlässt, Bescheid wissen. Sollte also ein Astartes, tragfähiges Schiff diesen Orbit verlassen, würdet ihr das doch sicher wissen. Es verlassen viele Schiffe zu jedem Augenblick diesen Planeten. Allerdings haben wir nicht viele Astartes hier, das muss ich tatsächlich sagen. Sie haben ihre eigenen Schiffe, die im Orbit warten und werden von unserem Planeten aus versorgt. Lassen sich aber auch gerne mit eigener Munition beliefern. Ihr kennt ja die verheerenden Wirkungen eines Astartes-Bordgeschosses. Bruder Gabriel hat seinen Helm auf, oder? Ja. Er hat seinen Diagnosehelm nicht abgesetzt mit dem Waffenschiffer. Ich möchte mal in meinen Helm internes Funkgerät sprechen. Ich habe meine Brille drauf. Bruder, wenn ihr mehr über die Anwesenheit eurer Brüder wisst, tätet ihr gut daran, uns in Kenntnis zu setzen. Ihr dürft mal einen Wurf auf Allgemeinbildung Jericho weitermachen. Durchschnittlich, also plus minus null. Solltet ihr eigentlich alle haben. Ich? Das ist geschafft. Sogar mit einigen Erfolgsgraden. 5 plus. Ich meine, mit der 100 muss ich gar nicht erst drüber nachdenken. Das sind 6 Erfolgsgrade. Ja, Sieben, wenn also, das erleichtert ist. Arminius, du hast schon mal Gerüchte davon gehört, dass die Dark Angels wohl korrupt sind und sehr geheimniskrämerisch. Sie sprechen natürlich nicht über ihren eigenen Orden, vor allem nicht in der Deathwatch, wenn man mit anderen Brüdern vermengt wird. Sehr geheimniskrämerisch und du meinst wohl auch schon Gerüchte gehört zu haben, dass ihr von anderen Dark Angels mal angegriffen worden seid. Aber das war in einem anderen Arm und Genauigkeiten kennst du dazu nicht. Gut, er steht jetzt vor dir, er ist Mitglied der Deathwatch, also er muss vertrauenswürdig sein, denn sonst kommt man da nicht rein. Er ist vor allem Mitglied meines Killteams. Genau das. Den anderen ist bekannt, dass die Dark Angels gar nicht in der Jericho weiter operieren. Also, sie sind ja in der Deathwatch, aber nicht als der Dark Angel Orden, so wie er in Grün herumläuft. Die sind hier Und gar nicht. es gibt auch keine Kontingente in der Kreuzzugsarmee hier in der Jericho weiter. Nein. Das ist interessant. Lord General, haben sich diese Dark Angels mit Namen vorgestellt? Nun, ich habe sie nicht danach gefragt. Verzeiht. Also nein. Nein. Sie waren an den Rüstungen als Dark Angels zu erkennen und ich rede sie normalerweise mit Engels oder Lord an. Wenn mir denn die Zeit dazu bleibt, Höflichkeiten auszutauschen. Hatten Sie Insignien, die Ihren Kompaniezugehörigkeit gezeigt haben? Verzeiht, damit kenne ich mich nicht aus. Könnt ihr mir die Insignien beschreiben?
Sie hatten Schwerter auf den Schulterplatten. Schwerter, so wie das hier. Und ich deute auf mein Zeremonienschwert. Wie das auf eurer Schulter. Nicht auf der silbernen, sondern auf der grünen. Verzeiht, falls ich euch beleidigt haben sollte. Ich hatte angenommen, dass, wenn ihr jetzt hier eintrefft, dass ihr von euren Brüdern gewiss haben müsst. Aber wenn ihr Nachforschung anstellen wollt, dann gebe ich euch gerne einen meiner Agenten mit. Er traf erst vor kurzem hier ein. Wie soll er uns denn behilflich sein? Nun, er war schon das ein oder andere Mal auf Kallax stationiert und traf einige Tage vor euch hier ein. Er hat zwar die Dark Angels nicht gesehen, aber kennt sich wohl gut in der Festung aus und hat schon die ein oder anderen Soldaten hier ausgebildet. Sergeant Vaughan. Dabei deutet er auf einen der behelmten Soldaten, der hier wohl in seiner schwarzen Armorplastrüstung steht. Und ihr könnt erkennen, wenn er seinen Helm abzieht, dass sich darunter der Thronagent befindet. Der Kalianer. Ich bin inkognito hier wahrscheinlich, ne? Also er weiß nicht, dass du Inquisitionsagent bist, ja. Das weiß er nicht. Ja. Na, dann ziehe ich meinen Helm tatsächlich mal ab und salutiere vor den Space Marines. Bei allem Respekt, Lord General, ich denke nicht, dass Sie Verwendung für einen Menschen haben. Dann wirft Arminius einen Seitenblick auf die Inquisitorin. Wenn ihr allerdings Verwendung seht, Inquisitrix. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diesen Mordanschlag auf mich deuten soll. Aber nun, wenn ihr etwas herausfinden mögt, dann könnte ein Mensch vielleicht an dieser Stelle gar nicht schlecht sein. Vor allem, wenn ihr mit den einfachen Soldaten reden müsstet. Bruder Arminius, so wie die anderen Brüder, hören Gabriels Stimme auf dem internen Vox. Bruder Arminius, wir kennen diesen Menschen. Auch wenn ich das jetzt nicht offen offenbaren würde, er ist mehr als er scheint. War immer noch teilweise Ballast, aber er konnte uns das ein oder andere Mal behilflich sein. Ich weiß nicht, ob mein toller Octavius nicht sofort den Vaughan umarmt als einen Bruder. Also das nicht peilt, dass der Inkognito da ist. Ja, dann macht das doch. Ja, einen Menschen zu umarmen ist schon... Ja, aber weißt du, wenn du mit Menschen schon knietief im Tyrannidenblut gesessen hast... Ja, du, mach wie du willst. Ein bisschen angewandter Transhumanismus, bitte. Wo sind wir denn hier? Soll ich mal irgendwie auf Willenskraft oder Intelligenz? Ja, genau, Willenskraft finde ich gut. Ob du dich beherrschen kannst. Dieser knufflige kleine Vaughan, dem will man doch nur in die Arme schlagen. Ja. Gut, ich beherrsche mich gerade noch so, als dann die Nachricht über das interne Vox kommt, halte ich dann inne und nick ihm dann ein bisschen zurückhaltend zu. Arminius nickt ihm auch zu. Nun, dann sei dem so. Ja, ich muss Bruder Gabriel zustimmen, er ist tatsächlich fähig. Wir haben so einiges mit ihm schon erlebt. Nun, selbstverständlich könnt ihr auch auf ihn verzichten. Mir soll es gleich sein, aber gerade wenn ihr ermitteln mögt, ihr habt kein Tech Marine dabei, wie ich sehe. Er kennt sich zumindest hier aus und kann euch den Exerzierplatz zeigen, die einfachen Stuben der Truppen, die Unterkünfte. Er kann euch auch zu dem Gemach von Inquisitor Vincent bringen. Dies sollte unser nächstes Ziel sein. Inquisitrix, die Anwesenheit weiterer Marines auf dem Planeten sollte unseren Zeitrahmen beschleunigen. Sie werden unheiliges und abweichlerisches Gezücht bereits aufgescheucht haben. Über internes Vox sage ich an meine Brüder, mir bereitet das Sorgen. Nach meinem Wissensstand sollten sich eigentlich keine Dark Angels Brüder hier auf Kallax befinden. Hoffentlich handelt es sich nicht um eine Täuschung des Feindes. Bruder Gabriel, wenn Brüder eures Ordens hier sein sollten, hättet ihr nicht persönliche Frequenzen zu eurem Orden? Wir sollten nichts annehmen, bevor wir genaueres wissen. Aber unser Interesse sollte allemal geweckt sein.
sollten versuchen, schnellstmöglich mit diesen mit meinen Ordensbrüdern Kontakt aufzunehmen und das als zusätzliches Sekundärziel auffassen. Wäre nicht das erste Mal, dass eure Brüder konträr zu den Zielen der Deathwatch handeln. Das ist nicht der Zeitpunkt für dergleichen Unterhaltungen, Bruder Arminius. Ihr wartet nur, dass ihr es im Hinterkopf haltet, wem eure Loyalität gilt. Ich weiß, wem meine Loyalität gilt. Dies ist unbestreitlich. Ich habe wie auch ihr einen Eid geschworen und ich gedenke mich mal bis zu meinem Lebensende dran zu halten. Dann möge der Imperator uns alle beschützen. Gut. Stellen wir uns wieder unseren Nachforschungen. Und so tritt Gabriel nun, da das mit der Truhe geklärt ist, heran und möchte sie mit seinen Servohandschuhen öffnen. Dem Gift ja nichts ausmachen. Ja. Sei vorsichtig, Bruder, nicht, dass der Inhalt beschädigt wird. Du kannst. Im Hintergrund steckt Thor da vermutlich seine Axt gerade wieder ein. Wirf mal auf Intelligenz. Ja, alles klar. Security, oder? Wenn ist ein durchschnittlicher Wurf, ist es geschafft. Hm? Security ist auch ganz gut, ja. Sicherheit, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Ist das Standard? Ich glaube nicht. Sicherheit ist unsere Sachen wie Schlösser aufzumachen und Fallen zu entschärfen. Sicherheit geht auf Gewandtheit. Kriegen wir einen Gewandtheitsbonus mit unserer Rüstung? Kriegst du nicht einen Abzug, wenn du fein mechanische Dinge drin hast? Genau das. Ein motorischer noch nicht? Ja, dann müssen wir da gar nicht rumrechnen, dann ist es nicht geschafft. Hat denn niemand von euch Sicherheit? Werden unsere Schicksalspunkte jedes Mal neu aufgefüllt? Ja, Anfang jeder Sitzung. Okay. Ja, dann setzen wir den mal ein. Wir wollen hier ja nicht unsere Informationen kaputt machen. Frosty, aber alle meine Punkte sind in Wütend eingewandert. Ja, das sind sogar 4 Erfolgsgrade. Ja, du kannst die Ketten zur Seite schieben, die Runenkreise leicht eindrücken. Du siehst, wie gesagt, dieses Puzzle, versuchst diesen Verschlussmechanismus zu verstehen und dann mit deinem Griff drehst ein paar Symbole der Reihe nach zusammenfügen. Eine Reihe, die entsteht, ein Schädel, eine grinsende Larve, ein Schwert und die bernsteinfarbene Rune. Du siehst, dass sie zu grün wechselt und dann siehst du noch ein bruchstückhaftes Symbol. Muss es kurz, die Schatulle, kneifst die Augen so ein bisschen zusammen und... Ja, du merkst auch, dass das Gift tatsächlich ziemlich stark ist, auch wenn du deine Handschuhe anhast, aber du spürst es fast, als würde es so etwas wie eine psionische Aura haben. Die letzte Rune auf dem Kästchen wird dann auch hellgrün und der Deckel geht auf. Die Schatulle ist leer. Ja, ich öffne die Schatulle halb, so dass ich einen Blick reinwerfen kann und schließe sie dann noch schneller wieder und erhebe mich mit nun der verschlossenen Schatulle auf dem Boden. Internes Vox, Brüder, wir haben ein Problem. Die Schatulle ist leer. Dann ist also wirklich Verrat am Berg. Die Frage ist, ob überhaupt jemals was drin gewesen ist. Oder nicht gar der Inquisitor nicht mehr dazu kam, etwas hineinzulegen. Ein solch potentes Gift hält sich nicht ein ganzes Jahr. Wer auch immer es aufgetragen hat, es war nicht der Inquisitor. Und ich habe Befürchtungen, die ich mich nicht mal wage, laut auszusprechen. Meine Lords, ich weiß, dass der Inquisitor für den Ordo Xenos hier war, ebenso wie eure Inquisitorin. Er behauptet zwar, dass er sich um den florierenden kalten Handel mit Xenos-Artefakten gekümmert hat, aber ich weiß, dass das wohl nicht der Großteil seiner Nachforschung war. Er hat wohl mit noch geheimeren Dingen zu tun gehabt, als den Handel von Xenos-Artefakten zu überwachen. Ich kann euch leider nicht genau sagen, worum es da ging, weil er redet dort nicht mit mir als Lord General. Lord General, wenn ihr es veranlassen könntet, wir benötigen Kartenmaterial der südlichen Hemisphäre, ihrer umliegenden Siedlungen
und so es denn möglich ist, die für euch nachvollziehbaren Bewegungen des Inquisitors, bevor sie dann verschwinden. Selbstverständlich, die kann ich euch zukommen lassen. Morgen kann sie euch alle geben. Guten Morgen. Er genießt mein Vertrauen. Könnt ihr uns den Weg zu den Quartieren des Inquisitors weisen? Natürlich, Milord. Hervorragend. Dann sei es so. General, hatten die anderen Space Marines Zugang zu dem Quartier des Inquisitors? Nun ja, sie waren in seinen Gemächern, haben sich umgesehen und sie sagten dann, dass diese Schatulle in seinem Raum nicht sicher wäre und ich sie deswegen hier stationieren sollte. Also habt ihr die Schatulle erst in den Tresor gepackt, nachdem die Space Marines gegangen sind? Ja. Hat sonst noch jemand Zugang zu diesem Tresor gehabt? Die Unterkünfte von ihm sind nicht so gesichert, wie es eines Inquisitors würdig wäre, aber die einzelnen Truppen gehen da zumindest nicht rein. Sie glauben an Sprengfallen und den ganzen inquisitorischen Hokuspokus. Nein, ich meine diesen Tresor jetzt hier, aus dem wir jetzt gerade heute die Schatulle rausgeholt haben. Nun, wenn ich von meiner Leibgarde hier absehe, nein. Internes Vox, Brüder, ihr solltet aufhören, ihm Fragen zu stellen, sonst werdet ihr noch Zweifel in ihm hegen. Die können wir gar nicht die können wir nicht gebrauchen. Nicht an uns, nicht an unseren Erden und nicht an unseren anderen Brüdern. Es ist offensichtlich, dass seine Kenntnisse begrenzt sind. Wir sollten unsere Nachforschungen auf den Tatsachen fundieren. Meine Lords, ich bedanke mich dafür, dass ihr mir das Leben gewahrt habt. Ich werde mich am besten wieder zurück auf mein Schiff begeben und dort eigene Nachforschungen anstellen. Aus der Sicherheit heraus, ihr versteht? Solltet ihr irgendetwas von mir brauchen, dann erreicht ihr mich über ein internes Vox. Ich werde euch zu eurem Shuttle eskortieren. Hab Dank. Auf dem Weg möchte ich Sie nochmal fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass die Schatulle psionisch gesichert war und der Inhalt dadurch vernichtet wurde, als wir ihn gewaltsam geöffnet haben. Nun, das hätte ich gemerkt. Ich bin, wie gesagt, selbst Psionikerin und nein. Als ihr die Schatulle geöffnet habt, hatte ich nicht das Gefühl, dass dort etwas wirkt. Okay. Konntet ihr auf dem Lord General irgendeinen feindlichen Einfluss wahrnehmen? Nun, ich bin keine Hellseherin, aber meines Wissens wirkt er ehrlich auf mich. Er ist von besonders gutem Ruf, müsst ihr wissen. Ich habe natürlich von den Einsatzberichten, so sie denn nicht geschwärzt sind, gehört. Der Großinquisitor hat selbstverständlich eine Depesche geschickt. Und mir erzählt, dass ihr bereits einen Lord Gouverneur auf Avalos exekutiert hattet. Der Lord General ist über diesen Zweifel erhaben, falls ihr das meint. Gut, gut. Versteht mich nicht falsch, ich möchte den Großinquisitor nicht anzweifeln und er hatte wohl auch kein Problem damit, dass ihr den Lord Gouverneur umgebracht habt, aber dieser Lord General wurde, wie gesagt, von höherer Stelle eingesetzt und nun, er ist ein überaus respektierter Mann. Gut, das reicht. Ja, mit einem mulmigen Gefühl kannst du sie begleiten, wieder zurück zur Angelus Invictus. Ihr windige Assassine wird dann auch an ihrer Seite sein, natürlich mit einem scharfen Scharfschützengewehr an seiner Seite und natürlich auch viele verschiedene Pistolen, die an seinem Gürtel baumeln, mit einem sehr skeptischen Blick, aber sehr schweigsam. Und wenn du dann sie eskortiert hast, die Rampe wieder nach oben fährt, das Schiff selbst bleibt vor Ort auf dem Steg, auf der Landeplattform, aber du kannst dann wieder zurück zu deinen Brüdern aufschließen und siehst dann dort, wie Worgen grinsend steht. Konnte ich vielleicht noch eine private Com-Frequenz zu ihr bekommen? Ja, selbstverständlich, wenn du möchtest. Ja, möchte ich. Brüder, ich habe eine Frequenz für einen Kontakt mit der Inquisitorin und gebe das an euch alle weiter, besonders natürlich an Bruder Arminius, unseren Anführer. Ja, wenn du weitergibst, kannst du dann auch nach wenigen Augenblicken Worgen selbst in eure interne Frequenz aufgenommen haben und ja, so steht hier 5 wieder versammelt.